So, willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Nun geht's endlich los. Die VDB-Kampagne Operation Reset ist seit gestern gestartet. Eigentlich hätte es schon letzten Monat losgehen sollen, aber durch diverse Unwetter hat sich das ein bisschen verzögert. Und ja, aber seit gestern geht's endlich los. Viele andere Waffen-YouTuber haben darauf auch schon aufmerksam gemacht und ich möchte natürlich auch meinen Beitrag dazu leisten. Hauptziel des Ganzen ist, dass das Waffengesetz von Grund auf neu aufgebaut wird. Also nicht die zigdrölfste Änderung unseres Waffenrechts, welches tatsächlich immer noch aus der Nazi-Zeit stammt, sondern wirklich weg damit und von Grund auf neu aufbauen. Das ist natürlich ein ausgesprochen ehrgeiziges Ziel, aber es wurde allerhöchste Eisenbahn, dass sich wirklich mal jemand darum bemüht. Bei den ganzen Sportverbänden ist ja leider Hopfen und Malz verloren, was das angeht. Der VDB hat ja tatsächlich versucht, die Sportverbände und auch andere ins Boot zu holen. Nichts zu machen. Die Herrschaften verstecken sich lieber hinter ihrer politischen Neutralität und deswegen, ja, sind mal wieder die Legalwaffenbesitzer und der VDB gefragt, die das Ganze letztendlich dann austragen müssen. Zu diesem Vorhaben ist auch ein Positionspapier veröffentlicht worden. Diejenigen von euch, die sich beim Newsletter angemeldet hatten, die haben das auch per Mail zugeschickt bekommen. Ich werde in diesem Video mal einige Punkte herauspicken und dazu dann auch mal meine Meinung abgeben. Erster Punkt. Das Gesetz muss so geschrieben werden, dass es für alle Betroffenen, in Klammern Verwaltungsbehörden, Gerichte, Staatsanwaltschaften, Waffenbesitzer und gewerbliche Erlaubnisinhaber, verständlich und lesbar ist. Hierzu ist eine Evaluierung aller gesetzlichen Regelungen anhand eindeutiger statistischer Zahlen zu Straftaten und Verstößen nötig. Unser Waffengesetz ist dermaßen komplex, dass da teilweise schon Polizeibeamte und Juristen nicht mehr durchsteigen. Denn durch die ganzen Änderungen seit 1972 ist das ein einziger Flickenteppich. Und wenn diese Personengruppen da schon an ihre Grenzen kommen, dann ist das ein gewaltiger Geburtsfehler, bei dem Ärger vorprogrammiert ist. Der Fokus muss auf der Entlastung von Vollzugsbehörden durch klare gesetzliche Regelungen liegen. Nur so ist ein effektiver Vollzug überhaupt möglich. Genau so ist es. Die Behörden entlasten und nicht die Waffenbesitzer jedes Jahr mit neuen hanebüchenen Vorschriften terrorisieren. Das Gesetz ist so zu fassen, dass es keiner Verwaltungsvorschriften mehr bedarf, in Klammern, die ohnehin bei zahlreichen Rechtsänderungen regelmäßig nicht dem aktuellen Stand des Waffengesetzes entsprechen. Das würde dazu führen, dass solche völlig bescheuerten Vorschriften wie zum Beispiel der § 6 Allgemeine Waffenverordnung wegfallen würden. Und auch dazu wurde es langsam mal allerhöchste Eisenbahn. Neue Sachbearbeiter in den Verwaltungsbehörden müssen sich bei geringerem Schulungsaufwand schnell im Gesetz zurechtfinden, in Klammern Vereinfachung der Verwaltungsstrukturen in allen Bereichen. Darüber hinaus nötige Weiterbildungen müssen intensiviert werden. Das ist ein ganz großes Problem hierzulande, denn die Schreibtischtaktiker wissen teilweise überhaupt nicht, was sie da machen. Da werden einfach irgendwelche Leute hingesetzt, so nach dem Motto, hier, machen Sie mal, denn es ist ja keine Sachkunde oder irgendwas dergleichen nötig, um in diesem Bereich tätig zu sein. Und das führt dazu, dass die Leute teilweise ihre eigenen Gesetze zusammenzimmern. Da müssen sich Jäger rechtfertigen, wenn sie einen zweiten Selbstlader kaufen oder Repetierflinten werden auf Gelb eingetragen und all solche Geschichten. Als ich damals meine Pepperbox anmelden wollte, musste ich dem Sachheini erstmal erklären, was das eigentlich für ein Kaliber ist. Das ist ungefähr so, als wenn man dem TÜV erstmal die Funktion eines Automatikgetriebes erklären müsste. Also ihr seht, eine ganz gewaltige Baustelle. Fokus auf den Kampf gegen illegale Waffen bzw. die illegale Verwendung von Waffen legen, der jedoch außerhalb des Waffengesetzes geführt werden muss. Von Legalwaffenbesitzern geht keine Gefahr aus. Auch das ist so eine Sache, die wir gebetsmühlenartig schon seit Jahren predigen, dass man sich mal lieber um die illegalen Waffen scheren sollte, die hier eindeutig das Problem sind und davon sollen ja immer noch 20 bis 40 Millionen rumgeistern. Aber bei Leuten, bei denen man ja weiß, dass sie Waffen haben, ist es bedeutend einfacher, da hinterher zu rennen und deswegen traktiert man lieber diese Menschen, während der Hells Angels Rocker oder das Clanmitglied eher keine Priorität genießen. Freiheitsrechte des Einzelnen beachten und Einschränkungen, die kein Mehr an Sicherheit, sondern nur ein Mehr an Bürokratie bringen, zurücknehmen. In meinen Augen ist das der wohl schwierigste Punkt in dieser Geschichte, denn der Kollektivismus greift in diesem Land momentan wieder massiv um sich. Wir steuern immer mehr auf ein autoritäres Regime zu und die Freiheit des Einzelnen wird da als absolut verzichtbar angesehen. Und wenn da nicht der Schalter umgelegt wird, dann ist alles andere von Anfang an zum Scheitern verurteilt.
So, das wären jetzt erstmal die wichtigsten Punkte in dieser Geschichte. Der VDB wird in den nächsten Wochen sicherlich noch ein paar Sachen mehr dazu bringen. Bis dahin sind wir erstmal wieder angehalten, selber Hand anzulegen, sprich diese Aktion so stark zu bewerben, wie wir nur können. Also geht in eure Vereine rein und macht überall darauf aufmerksam. Es ist auf Dauer natürlich ganz schön anstrengend, auf sowas immer wieder hinweisen zu müssen, aber was will man machen? Wie gesagt, die Verbände, die kümmern sich ja um nichts. Ich meine, habt ihr mal erlebt, dass der DSB oder der DJV sich mal um eine Neufassung des Waffengesetzes bemüht haben? Ach, ich vergaß. Die sind ja schuld daran, dass es damals eine Bedürfnispflicht eingeführt wurde, weil die das ja so wollten. Und solltet ihr bemerken, dass bei euch jemand im Vereinsvorstand diese Aktion irgendwie schlecht redet, dann solltet ihr eure vier Buchstaben zur nächsten Hauptversammlung bewegen und diese Leute achtkantig rauswerfen. Mit Vereinsführung hat sowas gar nichts zu tun, das ist pure Sabotage. Und das könnt ihr absolut nicht gebrauchen. So, das war's an der Stelle erstmal von mir. Verteilt dieses Video schön fleißig, wenn ihr könnt. Und ich sage, munter bleiben, bis zum nächsten Mal.